Hallo, herzlich willkommen bei Löwenzahns Pflanzenwelt. Ich bin die Nelly und ich freue mich, euch alle wieder zu diesem Video begrüßen zu dürfen, die schon von Anfang an dabei sind. Und jetzt, gestern ist jemand neu dazu gekommen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was mache ich hier? Ich habe von Anfang an mich sehr stark auf Zimmerpflanzen konzentriert, besonders Begonien, das sind meine Lieblingspflanzen. Aber auch Philodendren, Aglaonemas, Episzien, Orchideen, also Ktenanten, auch Farne und auch ein paar Sukkulenten, also alles, was Pflanzen sind, alles, was buntes Laub und auch schöne Blüten bringt, fasziniert mich. Und ich muss mich immer ganz, ganz doll schon ausbremsen, weil, nun ja, so viel Platz habe ich nun mal nicht. Aber man möchte doch ganz gerne so viele Pflanzen wie möglich beherbergen. So, was haben wir jetzt hier im Bild? Ich möchte heute ganz gerne mit euch, ist mir so aufgefallen, dass es bei mir heute um die Pflanzen geht, die ich so ein bisschen aufbewahren und vermehren möchte oder durch Vermehrung aufbewahren und rüberbringen über den Winter. Hier habe ich im Bild eine Coleus-Pflanze, das ist meine Gartenpflanze, das ist die Mutterpflanze. Die hat tatsächlich den ganzen Sommer in diesem kleinen Topf verweilen müssen und hat deswegen schon die größten Blätter längst abgeworfen. Die waren wie meine zwei Hände zusammen. So groß waren die Blätter. Das waren riesigen. Das ist eine Giant, eine Riesensorte von der Coleus. Und von dir wollte ich heute ein paar Stecklinge schneiden. Vielleicht machen wir das sofort auch als erstes. Dann ist die Pflanze auch ja geschnitten. Ich werde versuchen, aber trotzdem auch die Mutterpflanze mit über den Winter zu bringen, weil ja, wer weiß, ne? Was noch kommt. Vielleicht gehen die Stecklinge nicht an oder was auch immer. Was kann man als Stecklingen von einer Coleus-Pflanze nehmen? Empfohlen ist immer 3 bis 4 Blattknoten zu nehmen. Ich werde jetzt mal. Ich habe heute wieder mein super Küchenmesser mit und nicht das Cuttermesser, weil das Cuttermesser ist mir, die Klinge rostet langsam und das möchte ich nicht. Ich nehme jetzt mit der Pipette ein bisschen Wasserstoffperoxid auf und nutze das, um die Messerklinge zu desinfizieren. Man kann dafür auch eine beliebige Art von Alkohol nehmen, Wodka oder auch medizinisches Spiritus, das geht alles ganz gut. So, ich muss auch sagen, Coleus ist da auch nicht so sehr empfindlich. Also es gehört zu den eher robusten Pflanzen, besonders diese Sorte. Diese Coleus-Pflanzen kann man auch über Samen vermehren. Also Coleus-Pflanzen grundsätzlich kann man über Samen vermehren. Da kommen diese kleinen Blütendolden. Die blühen ein wenig ähnlich wie Salbei. Also für Löwenmäulchen, so nach vorne, die untere Lippe schaut dann immer so ein bisschen raus. Und irgendwann kann man dann, der wird ganz lang, teilweise bis 20 cm. Hier kann ich tatsächlich zeigen. Hier ist eine ziemlich stark abgeblühte schon und da sind ein paar ganz kleine, unscheinbare Blütchen. Da reifen dann die Samen. Es gibt sortenfeste Sorten von Coleus und es gibt auch Sorten, die aus der vegetativen Vermehrung kommen. Dann kommen aus den Samen ganz, ganz andere Exemplare, ganz, ganz ja, kleine Mutanten. Kleine, das ist dann die Kreuzungen, die sich daraus ergeben. Und aus vielen ergibt sich aber sind auch samenfest. Und da sind meistens dann auch so Sorten, die man im Laden kaufen kann. Die haben auch alle einen Namen. Und wenn man die dann aussieht, kommen noch immer die gleichen Pflanzen raus. Was nimmt man als Stecklinge? Am besten schaut man, dass man 3 bis 4 Blattknoten hat. Hier dieser zum Beispiel ist ganz super schön, zeigt auch kräftige Farben. Ich habe hier zu viele Knöpfchen und Schräubchen, an denen ich drehen kann, um meine Höhe zu bestimmen. Muss ich gucken, dass ich. Vorhin habe ich auch angefangen, schon das Video aufzunehmen, dass mir mein Bildschirm, also dieses Stativ mit dem Kopf, ist einfach so boom, nach vorne weggekippt. Muss ich von Anfang anfangen. Ich denke, ich werde jetzt hier eine. Hier zum Beispiel ist wunderschön.
ne, durch die letzten viele Regengüsse hat angefangen, die Farbe sich wieder richtig deutlich auch zum Vorschein zu kommen. Das ist schon ein älteres, ein ganz verblechtes Blatt. Aber ich schaue hier gerade, was ist denn jetzt ein gutes Material zur Vermehrung. Ich denke mal, ich werde diesen Seitentrieb hier nehmen. Die sind so eine robuste Sorte. So. Dann werde ich auch in so groß nehmen. Ich entferne hier den Blütenansatz dafür. Und ich werde auch diese großen Blätter komplett ausknipsen. So ein Blatt kann man auch versuchen zu bewurzeln. Ich habe sogar tatsächlich einen Erfolg gesehen, wo auch ein Pflänzchen rausgekommen ist. Bei mir war das bis jetzt leider so, dass ein Blatt immer erfolgreich gewurzelt ist, sehr gut und sehr schnell gewurzelt hat, aber daraus kam nie eine Pflanze. Aber ich habe eben auch schon andere Erfolge gesehen. Das ist ein guter Steckling. 1, 2, 3, 4 Knoten. Hier verzweigt sich das leicht. Werde ich beobachten, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich schon auch ziemlich starkes, fast verholztes. Man sieht das an diesen Fasern. Auch ja, ein Becher mit Wasser fehlt mir noch. Das hole ich gleich. Und wenigstens noch einen möchte ich noch nehmen. Dann nehmen wir ein etwas frischeres Exemplar, etwas jünger. Das kommt unten. Hat drei Blätter. Eins, zwei, drei. Also fast vier Blattknoten. Da knipse ich das nämlich raus. Auch den Blütenansatz knipse ich raus. Das brauche ich nicht. Das kostet der Pflanze zu viel Kraft. An der Mama-Pflanze kann ich gerne ein paar von diesen Blütenrispen stehen lassen und auch probieren. Vielleicht schaffen die auch ausreifen, dass man auch Samen entnehmen kann. Und diese großen Blätter, die verdunsten mir wie auch wieder zu viel Wasser. Die werde ich einkürzen. Diese Größe an Blatt reicht vollkommen aus, um die Pflanze zum Bewurzeln an die Pflanze zum Bewurzeln anzuregen. Und dann verdunstet auch nicht so viel. Man kann die sonst auch ein bisschen abdecken, das geht dann auch ganz schnell. Nur wenn das dann halt ohne regelmäßige Belüftung zugedeckt steht und sich zum Beispiel da wie hier in dieser Kiste sehr viel Kondensat bildet, so wie hier, diese ganz vielen Wassertröpfchen, können die Coleusblättchen natürlich auch zum Faulen neigen. So, dann haben wir jetzt zwei wunderschöne Coleus-Stecklinge entnommen. Das ist eine Art der Vermehrung, die Möglichkeit gewesen. Und dann eben halt warten, bis die Samen reif werden und dann schauen, ob genau die gleiche Pflanze bei rauskommt oder auch eine Kreuzung rauskommt, oder was ganz, ganz anderes oder auch leicht ähnliches. Wenn man genau so eine haben möchte, ist es immer besser, halt eben auf dem vegetativen Wege die zu vermehren. So, die sind jetzt in einem Glas mit Wasser. Ich mag gerne transparente Behälter, damit ich dann auch nach dem Wasserstand und nach der Wurzelbildung schauen kann. Und als nächstes möchte ich ganz gerne, wisst ihr, wenn ich ein Video vorbereite oder wenn ich so sage, ich möchte das und das machen, dann fange ich an. Und dann kommt die Arbeit immer mehr, wie so ein Hamster ist es dann bei mir. So ist auch diese Irish Rose. Guckt mal, was für ein schönes Exemplar von der Usambara-Veilchen. Das blüht in so einem ganz zartem Rosa und die Blätter sind wunderschön panaschiert. Die stelle ich jetzt erstmal zur Seite. Von dir möchte ich auch ein paar schöne Blätter entnehmen und die versuchen zu vermehren, weil jetzt kommt nämlich der Blick in diese Box, die ich gerade schon mal ins Bild gehalten habe. Ich bei der Kontrolle festgestellt habe, letztes Mal haben wir zusammen reingeschaut, da waren bei den Episzien noch kaum Wurzeln da. Und heute eigentlich kann ich die Box auch hinten stehen lassen, aber es gibt leider, das wollte ich auch zeigen, es gibt leider auch immer Misserfolge. Und dieses eine Blatt, das hat es nicht geschafft, das war zu klein. Ich habe aber den Namen Vibi, die hat das leider nicht geschafft. Und ich habe aber zwei Blättchen gehabt und ich hoffe, das zweite Blättchen davon ist noch am Leben. Und hier ist auch auf da irgendwas.
ist das Blättchen auch eingegangen. Das war auch ein wunderschönes Blatt mit rosener Panaschierung. Leider nichts geworden. Die Blätter kann ich so entsorgen. Und ja, die Becher kommen zur Seite. Ich habe das in Kochsubstrat hier eingesetzt. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, ob ich die Blätter nochmal besorge oder ob ich dann eben auch ja, mich auf andere Sachen konzentriere. Namen kann man entfernen und die Becher kann ich gleich auch sofort weiterverwenden, weil einige Sachen noch anstehen. Ein Blick in diese wunderschöne Box. Was haben wir hier? So, diesen Reibbisschen wollte ich heute. Dieses eine Blatt muss ich entfernen. Da war noch ein Blatt von einer Begonie mit drin und die ist genauso, hat sich einfach aufgelöst und lag aber auf dem Blatt. Deswegen ist auch das Blatt auch hinüber, hinweg damit, hinfort. Dann wollen wir mal schauen. Guckt mal, was für ein schöner Wurzelbart schon entstanden ist. Das ist die Sorte Showtime. Dann haben wir hier die Sorte Schokoladnica. Das kann so viel wie Süßigkeitliebendes, also auf Schokolade stehendes. Ich habe, glaube hier, nee, das ist doch ein Moment. Da sind hier zwei Ableger. Sekunde. Der ist kopfüber im Becher, wahrscheinlich bei einer der Kontrollen, mit rausgerutscht oder dran gekommen und der hat mittendrin Wurzeln gebildet, mittendrin, nicht unten, so würde sich das gehören würde, sondern mittendrin. Ja, das ist ja nicht schlimm, können wir auch einpflanzen. So, und natürlich die wunderschöne Sorte Picasso. Das ist die Sorte Picasso. Die ist so schön, die ist so schön. Rosa in der Mitte durch. Und natürlich, wenn die Pflanze noch ein wenig größer wird und stärker, dann kann sie ihre wunderschöne Pracht natürlich noch viel, viel besser entwickeln. Die wollte ich gerne jetzt eintopfen, ihr Platz frei machen. Ja, man sieht es auch in der Kiste, kann man da sehen. Mit der Zeit bei den Kontrollen rein und raus wird der Boden dann doch in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, hier muss man einfach mal ein wenig auch ja, gleich sauber machen, damit man hier auch wieder ordentliche Verhältnisse hat. Da ist wieder passiert, bei dem Rausholen von der Episte ist hier ein Tropfen Wasser auf das Blatt der Black Mamba gekommen. Das ist unter Umständen im geschlossenen Behältnis, kann verheerend sein, weil das kann zum Grund von Fäulnis werden. Dieses Black Mamba Blatt hat sich richtig schön bewurzelt und da sieht man auch schon die ganz winzigen, süßen, kleinen Blättchen. Jetzt ist die Frage natürlich, ich glaube, ich werde die noch ein wenig stehen lassen. Sollen die noch etwas größer werden? Das zweite Black Mamba Blatt ist auch bewurzelt, hat sogar noch längere Wurzeln. Und dieses, glaube ich, müsste schon rein. Die Blättchen sind noch ein Tacken größer und wenn die Wurzeln zu lang im Wasser sind, tut es dem Ableger dann auch eben nicht mehr gut. Okay, und dann haben wir hier noch ein paar von den Usambara-Veilchen. Ja, hier könnte man ein wenig Wasser nachgeben. Das werde ich dann gleich noch mal kontrollieren, aber jetzt pflanze ich erstmal die Episzien ein. So, da sind jetzt die Episzien eingepflanzt. Schokoladenzer ist tatsächlich zwei Stecklinge dabei gewesen. Ich habe die jetzt einzeln alle eingepflanzt und auch mit dem Wasser aus dem Töpfchen gegossen, wo sie drin gestanden haben. Jetzt möchte ich mich um diese drei Begonienblätter kümmern und die mit euch zusammen zu Segmenten schneiden. Und von der Begonia Spiralis habe ich hier ein Blatt, das an den Spitzen anfängt eintrocknen, mechanische Beschädigung hat. Ich wollte euch mal zeigen, wie die wunderschöne Blätter entwickelt und was für eine Größe die entwickeln können. Schaut mal, das ist hier so ein Blatt mit so einer doppelten Schnecke.
Wunder, wunderschön. Also ich gucke gerade drauf, mein Herz fängt an zu klopfen von dieser Schönheit. Ist die nicht wunderschön? Ich finde die absolut gigantisch. Ja, hier sieht man es auch, ein beschädigtes Blatt, das müsste man vielleicht auch entfernen. Und ja, nach dem Transport kommen die Schäden so nach und nach raus. Die ist jetzt schon mehrere Wochen bei mir. Und ja, das scheint ein Blatt, was eingerissen worden ist beim Transport. Das ist die Hälfte vom Blatt. Die zweite Hälfte ist hier. Ja, das heißt, dass hier wirklich noch so eine Ecke vom Blatt fehlt. Ja, okay. Wir wollen mal gucken, wie man Begonienblätter zur Pflanzenvermehrung nutzen kann. Es ist immer sehr gut, wenn man dann auf die untere Seite guckt. Bei der Black Mamba habe ich ja gesagt, man kann ein ganzes Blatt nehmen, das einfach ins Wasser stellen. Man kann aber auch Blattsegmente schneiden und die auch ins Wasser stellen. Nur für mich ist das sehr, sehr aufwendig, weil da in dem Becher wirklich nur so ein Mini-Schlückchen Wasser drin sein darf, damit diese eine kleine Blattader wirklich da drin steht und da anfängt auch zu wurzeln. Wenn man da zu viel Wasser mit reinmacht, dann ist einfach ja, die Fäulnisgefahr viel zu hoch. Ich möchte mit euch heute einmal gucken, dass ich hier, wie man das einfach machen kann. So, ich fahre jetzt ein bisschen runter. Ich schneide so, wie es für mich am einfachsten ist. Ich nehme einmal diese Mitte hier raus. Dieses Abgetrocknete schneide ich ab. Es sind eh keine Adern drin, die dann noch das Trockene mache ich ab. Das bringt nichts. Und dieses wenige reicht vollkommen aus. Dieses Blatt mache ich einen frischen Anschnitt an der Seite, nochmal unten, da wo ich das abgetrennt habe von der Pflanze. Und das werde ich versuchen, aus einem einzelnen im Wasser zu bewurzeln. Frage, geht das oder geht das nicht? Moment, zeige ich euch. Ich hatte letztens eine Bestellung gehabt und da waren zwei kleine, super wunderschöne Geschenke. Also, die mit den roten Blattadern, das ist die Grandis, Begonien Grandis. Guckt mal, da ist auch sehr wenig aus dem Stiel kommen Wurzeln. Und in diesem Fall aus der Blattmitte kommt ein neuer Trieb. Das werden wir gleich einwurzeln. Zweite Begonie ist auch kleines Segment mit dem Stiel bewurzelt und treibt schon einen neuen Trieb. Das ist die Begonia Pavonina Dark Form. Die wird nachher auch in einen kleinen Becher in diese Substratmischung eingesetzt. Also es funktioniert durchaus. Jetzt gucken wir mal hier. So, da kommen die mit rein. Jetzt gucken wir mal hier. Aus diesen Blattadern treibt die Begonie dann ihre Wurzeln. Hier kann ich eine gewinnen oder wenn ich hier bis nach unten schneide, kann ich auch zwei gewinnen. Ja, man sieht dann hier, die werden je weiter zur Blattkante, desto schwächer werden die Adern. Das würde ich hier aufgrund der Beschädigung auch nicht mehr separat nehmen. Dann nehme ich einfach hier ein paar Segmente und versuche die zu bewurzeln. Ich habe jetzt in einigen Videos gesehen, dass man dann so ganz, ganz fein unten wirklich nur diese eine Ader lässt. Kann man machen, muss man aber nicht. Für mich ist wichtig, dass ich diese angetrockneten Stellen entferne, weil die sind potenzielle Krankheitserreger. Und auch hier zum Beispiel, wenn jetzt hier ganz viel vom Blatt ist, aber keine Ader, die treiben könnte. Diese Stelle kann ich auch einkürzen, weil auch das ist anstrengend für das kleine Blattsegment. Es muss ja versorgt werden und es gibt ja noch keine Wurzeln. Zweites Segment.
dass ich so oben leicht abschneiden die Kante, weil da auch angetrocknete Stellen waren. Zweites Segment. Ich stecke die ganz leicht, ohne das fest anzudrücken. Und jetzt hier würde ich versuchen, tatsächlich einmal hier oben diesen Schnitt nochmal zu machen. Ich gehe nochmal sogar höher. Und dann versuche ich sogar, das untere Teil zu bewurzeln. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, hier haben wir jetzt hier zwei Adern. Diese könnte man auch nehmen, aber die sind schon zu fein. Und ich glaube, jetzt in den Herbst ist es eh nicht mehr so ganz günstig, da so ganz, ganz es drauf anzulegen, sondern denen wirklich die Chance zu geben, das noch zu schaffen, zu bewurzeln. Weil die merken ja auch, die kürzeren Tage, Begonien mögen für den Winter kürzere Tage und auch kühler. Es soll für die Begonien kühler sein, das mögen die. Und ja, das merkt man dann auch an den heißen Sommertagen, dass es denen dann auch nicht so ganz gut geht. So, hier habe ich jetzt hier diesen kleinen, wo ich das abgeschnitten habe. Ich mache hier noch dieses kleine Seitenteil auch schräg nach oben ab, so dass es eine Dreiecksform hat, und das stecke ich auch ein. Es ist jetzt ein Versuch. Das Blatt hätte ich so entfernen müssen vor der Pflanze. Sieht ja auch nicht so schön aus. Und wenn ich das schon abmachen muss von der Pflanze, die jetzt bei mir im Wohnraum steht und ich dann doch den Anspruch habe, dass da auch wirklich was Schönes steht, dann kann ich ja wenigstens das, was noch zu retten ist, retten und versuchen es zu vermehren, weil ich finde die Begonie auch einfach wunderschön. Wenn ich es schaffen sollte, dann kann ich die ja auch jemand anderem noch anbieten oder auch an Pflanzenliebhaber dann, wenn ich zu Besuch fahre, die dann auch als Mitbringsel oder als Geschenk mitnehmen. So, das ist jetzt so hoch. Das schneide ich. Ich versuche das mal hier in diesem Fall so durchzuschneiden und das hier so herauszulösen und noch mal eine zu machen. Ich stecke die jetzt recht nah aneinander. Das sieht dann so bis jetzt aus, das Ergebnis. Und das mache ich dann mit den anderen beiden Blättern auch. Ich habe einmal die Begoniensorte Rocher Art. Da habe ich das etwas kleinere Blatt von. Und dann habe ich einmal die Begoniensorte Escargot da. Da habe ich ein großes Blatt bei. Hier habe ich hier wenig Hoffnung für die Herbstzeit, aber ich stecke es trotzdem mit rein, ohne festzudrücken, ganz lose. Und die mache ich jetzt zur Seite. Das ist mir dann zu gefährlich, wenn die dann, bevor sie dann eingehen. So, das war die Sorte Spiralis, das Blatt. Ja, habe ich jetzt wieder ganz genial gemacht, weil das geht ja gleich in die große Box. Das geht in die hohe Box, dann passt es schon von der Höhe. Und jetzt machen wir hier den zweiten Behälter mit dem Blatt der Rocher Art. Das Blatt ist unbeschädigt, das ist ganz intakt, wunderschön. Hat auch wunderschöne Adern. Ich werde genau nach der gleichen Methode vorgehen. Ich werde etwas großzügig die Mitte herausschneiden. Und dann den Rest so hier einen sauberen Schnitt vornehmen. Das ist die Rocher Art. Das kommt dann auch hier rein. Dieses Mal nicht ins Wasser, sondern hier rein. Und jetzt werde ich hier bleiben, nur von der Blattmitte. Diese drei sind stark, deswegen werde ich dieses Segment als Ganzes nehmen. Wenn ich Glück habe, werden 1, 2, 3, 4, aber das wird wahrscheinlich eher nicht so sehr der Fall sein. Also was können wir machen? Wir können eher hier eine kleine Vertiefung machen für das Blattsegment, stehend rein, leicht befestigen, ohne starken Druck ausüben. Ich habe das vorher leicht angefeuchtet, dass es so feucht ist, dass die Pflanze merkt, dass da an Versorgung was kommt, aber doch nicht so feucht, dass die anfängt zu faulen. Nicht zu tief,
Man muss immer daran denken, die Pflanze, wenn die die Wurzeln bildet, muss noch die Chance haben. Hier schneide ich ganz wenig höher, damit ich zwei Adern freilegen kann, damit die Pflanze die Chance hat, auch die neuen Blättchen, die entstehen, haben wir hier gesehen bei der Black Mamba. Die treiben ja direkt von unten, von der untersten, aus dem untersten Teil des Stieles. Das bedeutet auch, je nachdem, wie tief ich das Blatt reinstecke, von da unten werden versuchen, die Blättchen hochzukommen. Und wenn ich die zu tief und zu fest mache, laufe ich einfach Gefahr, dass die es einfach nicht schaffen. Die kommen dann den Weg. Es ist eben kein Löwenzahn, der sich durch Asphalt bohrt. Das ist dann schon ein bisschen empfindlicher und ja, ein paar Ansprüche an uns stellen. Das war das Blatt der Begoniensorte Rocher Art. Und jetzt gucken wir uns mal das Blatt der Escargot an. Das hat durch den Versand auch leicht gelitten. Und mit zunehmendem Fortschreiten, dass die Pflanze sich bei mir befindet, macht sich das auch immer mehr bemerkbar. Mache ich nach dem gleichen Prinzip, aber guckt mal, was für tolle Adern dieses Blatt ausgebildet hat. Ein ganz starkes Blatt. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie mir auch viele kleine Begonienbabys schenken wird. Schneide ich auch wieder rundherum. So, gucken wir mal. Ach, es ist süß. So kleine süße Öhrchen. Guckt mal. Wie schön ist das denn? Auch hier wieder schneiden wir den Stiel sauber an. Das Messer muss scharf sein, damit es ohne Druck auszuüben. Das heißt, wenn ich mit der Schere schneide, drücke ich ja den Stiel zusammen. Ich quetsche die Stielgefäße, ich quetsche die Moleküle, ich quetsche den ganzen Stiel, das ganze Gewebe zusammen und das begünstigt natürlich auch den Fäulnisprozess. So. Irgendwie neige ich heute, stelle ich die einfach hier in die Erde. Ich weiß auch nicht, er hatte eigentlich vor, die im Wasser zu bewurzeln. So, die verspricht mir hier mehrere Segmente. Dann freue ich mich über jedes Pflänzchen, das kommt. So. Hier mache ich die beschädigten Stellen weg. Das ist so gefährlich. Die bleiben jetzt noch kurz an der frischen Luft hier bei mir, damit die auch. Ich habe dieses Blatt kurz auch abgewaschen. Da war noch viel, also ein bisschen Erde dran. Und es muss auch leicht antrocknen, damit ich das nicht mit dieser Feuchtigkeit am Blatt einpacke. Das können wir hier machen. Wir könnten hier dieses Segment, das könnten wir hier so schneiden und das herauslösen, dieses Stückchen. Bis nach oben durch. Oben dieses unwichtige kaputte Teil weg. Und das ist okay, vielleicht zu klein geworden. Mal gucken. Vielleicht backt es ja gerade deswegen. Das kann ab. Das kann ab. Das brauchen wir nicht. Das ist viel zu groß. Und da machen wir mal hier noch einen kleinen Schnitt. Schnipp, schnapp, Kante ab. Damit die beiden freigelegt werden. So. Und das lassen wir dann so als schönes großes Segment, so wie es halt eben kommt. Da sind die Ränder, die sind nicht relevant. Hier ist noch eine kleine Ader. Hier können wir auch eine Chance geben. Kaputtes abschneiden. Einen kleinen Steckling. Manchmal sind die kleinen noch die schnellsten, die nachher wurzeln, weil die dann schon so gestresst sind. Habt ihr übrigens gewusst, dass wenn die Hummeln im Sommer den Flug oder in dem Frühling den Flug beginnen und kein Futter finden, dass sie dann bei den Pflanzen die Blätter anbeißen? Das macht den Pflanzen Stress und von diesem Stress fangen die an, schneller zu blühen. Manchmal bis zu 2 Wochen früher. Enorm. Habe ich diesen Sommer gelernt. Irgendwo gelesen.
Also ich glaube, das wird nichts mehr. Aber nichts sollte man unversucht lassen. Ich stecke dich dann noch mal einfach mit bei. Und hier, ja, ich würde mal das Risiko eingehen, diese beiden Teile dann auch noch mitzunehmen. Oben das Kaputte auch wieder sorgfältig abtrennen, damit es keine Chance hat, anfangen zu faulen. Nach oben etwas breiter schneiden. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine eigentlich schöne und hier ist noch eine kleine. Also lasse ich das mal komplett. Mal gucken, ob ich da gleich noch Platz finde, das so komplett reinzustecken. Was meint ihr? Ich glaube, ich nehme dich raus und mache dich doch einmal ins Wasser, so wie ich das auch vorgehabt habe. So ohne viel stecken, ohne viel drücken. Da ist noch doch relativ Platz. Also wenn wir das bei der Bewurzelungsprozess gut beobachten, dann sollte das eigentlich auch gut funktionieren. Und zu guter Letzt pflanzen wir mit euch noch mal. Ach ja, die beiden hier. Oh, schon wieder so viel zu viel mir vorgenommen, dass ich das gar nicht schaffe. So rot war die Begonie Grandis. Mache einfach eine kleine Vertiefung, damit die Wurzel ohne verletzt zu werden da reinkommen. Drücke das leicht an. Eigentlich müsste ich fast bis nach hier oben Erde machen. Ja, mal gucken. Die kommt dann gleich in die Box. Das ist die Grandis. Ich erahne die Schönheit. Ich freue mich, dass die so schön wächst. Die hat hier auch Wurzeln. Deswegen muss sie auf jeden Fall gedeckt werden, dass die Wurzeln auch weitertreiben. Weil wir sehen, dieses Stückchen beginnt schon abzusterben. Ich glaube, das ist eigentlich fast nötig, dass ich das hier bis an die Wurzeln. Damit nehme ich natürlich die Chance, dass hier. Ich glaube, ich muss noch mal nachdenken, was ich mit ihr mache. Mir kam gerade der Gedanke, dass ich hier dieses eine Blattteil zusammen mit diesem Neuaustrieb von dem Stiel entfernen könnte. Und vielleicht kommt ja von dem Stiel kommt ja auch das Grüne, das kommt ja auch ein Baby. Aber die Wurzeln, wenn die hier oben bleiben, werden die so nicht lange überleben können. Ich traue mich mal und schneide mal dieses eine Hilfe, 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 Blattteil. Oh, das ist aber fest, das gibt gar nicht nach. Okay, wenn du nicht möchtest, dann lassen wir das so. Das heißt, ich darf den Stiel nicht zu tief einbuddeln und die muss einfach geschlossen gehalten werden, damit diese Wurzeln keine Luft in dem Sinne bekommen und gut feucht bleiben. Dann haben wir hier noch unsere Pavonina Dark Form. Genauso machen wir eine kleine Vertiefung und die Wurzeln kommen rein. So, perfekt. Pavonina Dark Form. Ich habe hier noch zum Schluss kommt das Beste. Guckt mal, was ich hier habe. Eine Juwelorchidee. Und zwar ist das die Sorte Jungle Jewel Black Dark. Normalerweise müsste man sie in der Sonne schauen. Dann glänzen diese Fädchen, die glänzen richtig wie goldene Fäden. Dieser Glanz, wegen diesem Glanz wird sie auch als Juwelorchidee bezeichnet. Und zwar möchte ich tatsächlich es machen. Hier unten aus diesem Blattknoten treibt die schon neu. Ich möchte das Risiko eingehen und ein Steckling schneiden. So, und dieser Steckling kommt in Moos, so wie die Mama Pflanze auch. Ein kleiner Becher ist ja gerade auch frei geworden.
Und Moos habe ich hier auch schon eingeweicht. Solange ich die jetzt hier befestige, gestehe ich euch, dass ich noch nicht einmal die Hälfte von dem, was ich vorgenommen habe, vorgenommen geschafft habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Upsi, nicht geklappt. Das gibt mir ja die Chance und für euch die Möglichkeit, euch in dem nächsten Video zu treffen und mit dieser kleinen, wunderbaren Juwel-Orchidee verabschiede ich mich für heute von euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Eure Nelly. Tschüssi.